Herzlich willkommen bei der Coinbase-Pressekonferenz. Was geht? Wir sitzen heute hier mit dem großen Karim. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir wollen so ein bisschen das Jahr resümieren aus Karims Sicht, euch Einblicke ins nächste Jahr geben, euch ein bisschen mitnehmen, wie unser Start war, was unsere Ziele sind, was unsere Ambitionen sind und gerne halt alle Fragen, die ihr habt, beantworten. Ja, wie geht's denn so, Roman? Mir geht's super. Gut. Ja, du hattest ja den langen Track-Tag. Ja, mir geht's auch gut. Ja? Ja. Die Ergebnisse waren ja nicht schlecht heute. Waren sehr gut. Fand ich auch. Ja. Einige Spiele heute sehen können und ja. Wie fühlst du dich nach deinem ersten Jahr im Main-Team? Ich muss sagen, dass auf jeden Fall ist alles so, es war ja ganz spontan, sag ich mal, alles. Du musst uns mal aushelfen, weil also für Nils zu, ey, du spielst den das RMR mit, zu halt immer weiteren Testphasen, bis ich dann nach der Playbreak halt richtig ins Team gekommen bin. Es war, also ich muss sagen, es hat sich wie 2 Monate angefühlt, alles jetzt. In letzter Zeit. Es ging so schnell alles vorbei. Ich habe wahrscheinlich alles, was ich gerade weiß, in diesen letzten 10 Monaten gelernt über CS. Und ja, es ist einfach sehr schön, hier zu sein. Ich denke auch, also ich kann mich immer noch daran erinnern, wie das RMR war. Das war wahrscheinlich auch dein erstes und für mich immer noch so das Highlight des Jahres. Da hast du. Ja, auf jeden Fall. Da hast du absolut grandios gespielt und davon bin ich auch überzeugt, dass du da auch wieder anknüpfst. Du hattest, wie das Team auch, denke ich, Höhen und Tiefen jetzt in dem Jahr. Ne? Das war jetzt nicht das einfachste Jahr, das wissen wir alle. Ich denke, das habt ihr auch mitbekommen, wir haben sehr viele Wechsel gehabt, mussten öfter rotieren aus Krankheitsgründen, aus persönlichen Gründen, hatten nicht lange das gleiche Line-Up, leider Gottes, was wir jetzt wieder haben. Und ich bin der Meinung, mit dem Line-Up, ich halte sehr viel von jedem in dem Line-Up, was wir jetzt haben und bin davon überzeugt, dass jeder ein Riesenpotenzial hat. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gut in das Jahr starten. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt auch 12 Tage jetzt. 12 Trainingstage. Ja, wir haben relativ früh angefangen, ne? Ja, also am 4. oder 5. haben wir angefangen. Jetzt 12 Trainingstage. Ja, nee, auf jeden Fall. Und wie du halt eben gesagt hast, ist halt schwer, wenn man die ganze Zeit wechseln muss. Am Anfang ging es ja los, dass das erste Mal war Josef nicht da, da ist Nils dann eingesprungen. Da haben wir noch mit Tizi gespielt. Kann mich dann erinnern, ja. Genau, und dann, es war Rubet, glaube ich. Oder nee, ein bisschen früher sogar. Dallas Close Qualifier war das erste Mal, dass Nils dann wieder eingesprungen ist. War ungefähr im Mai, Juni, ne? Das kann gut sein, ich habe kein Zeitverschwenden. Ja, da bräuchten wir Fati. Oder auch Lenz, der hat auch immer ein ganz gutes Gedächtnis. Aber gut, wir beide gehören nicht dazu. Ja, ich kann auch. Später lese ich auch alles da. Ja. Stark, alter Jan. Adam, please. Alle dabei im Chat. Ja, ich denke, es ist halt wichtig, gerade in CS halt kontinuierlich an etwas zu arbeiten und mit dem gleichen Line-Up zu spielen, dann merkt man halt auch, wie sich etwas entwickelt. Das war uns halt so ein bisschen vergönnt, aber ansonsten, ja. Das so ein bisschen als Jahresrückblick, ne? Kann man natürlich jetzt im Detail noch gehen. Ich kann euch mal vorlesen, was hier, was unser tolles Social Media Team hier mir aufgeschrieben hat. Oh oh. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer es war, aber der kann sich jetzt gleich verantworten. Es hat jemand gefragt, wie denn der Wechsel von Etex zu uns war. Also erstmal bin ich nicht von Etex zu euch gewechselt. Dankeschön. Wer war das? Ist derjenige im Chat? Was war bestimmt du, Max, oder? Richtig. Genau, ich bin von Kovana zu Big gewechselt, beziehungsweise Big Academy halt.
Also wenn ich jetzt einfach mal Kovana nehme, so, weil eigentlich fast das gleiche Lineup. Also im Grunde genommen war es halt ein Schritt zurück, den ich gemacht hatte, von Kovana zu Big Academy zu gehen. Aber den habe ich extra gemacht, damit ich danach zwei Schritte vorausgehen konnte. Den habe ich bei Kovana nicht gesehen. Mit jungen Spielern, die alle heiß sind, die alle ihr Leben geben für dieses Spiel, sag ich mal, das zu machen. Wusste, dass ich da meine Zeit in guten Händen habe mit den anderen Jungs in der Academy. Und ja, und als erste Erfahrung als Team-Captain bzw. Ingame-Leader halt, war es auch, sag ich mal, denke ich, eine große Erfahrung, vor allem auch einfach als Charakter, wenn du halt, sag ich mal, eine Führungsposition bist, Leute hast, also wo du sehr viel Verantwortung auf deinen Schultern lastet, sag ich mal, denke ich auch gut, sag ich mal, auch jetzt nicht nur im CS-Leben so diese Erfahrung zu haben, mal das Spiel von der anderen Seite zu sehen, sondern auch einfach mal so für den Charakter, wenn man, dass man halt auch, sei es jetzt in irgendwelchen anderen Dingen, Verantwortung übernehmen oder einfach mal das Zepter in die Hand nehmen und Entscheidungen treffen, sowas, denke ich auch halt außerhalb des Spiels auch gut. Und deswegen, ja, ich denke, es war die beste Entscheidung. Ich denke, du bist ja der Erste, das zeigt halt auch die Wichtigkeit des Academy-Projekts bei uns. Also wir setzen halt unheimlich viel in das Projekt und sehen da halt auch einen riesen Mehrwert. Für uns ist das Academy-Team nicht einfach nur ein Platzhalter, sondern wir wollen wirklich unseren Nachwuchs selber halt aufbauen. Und ich denke, mit dir haben wir jemand im Team jetzt, der die nächsten deutschen CS-Jahre prägen wird. Und du bist der Erste, der es aus dem Academy-Team richtig geschafft hat. Aber es rücken halt auch einige sehr nah dran. Also Elias hat es fast geschafft. War für dich natürlich dann auch eine Situation, als du denn das erste Mal mit ihm wieder zusammen gespielt hast. Das war das Event, als wir ihn reingeholt haben. Das Ende des Jahres gewesen. RMR. Das war das zweite RMR, genau. Die Online-Qualifier haben angefangen und dann letztendlich auch den LAN-Qualifier. Ne? Ja. Ich denke, Elias hat eine sehr gute zweite Jahreshälfte gespielt für uns, hat sich gut gezeigt. Ja. Das ist jetzt auch keine Entscheidung gegen ihn gewesen, dass er nochmal im Academy-Team zeigt, was er kann, sondern halt wirklich eine für Josef, der viel gemacht hat in der Zeit und seine Gesundheit angegangen ist und vom Potenzial her immer noch einer der Spieler ist, der eine Ära auch prägen kann. Und das wird sich jetzt zeigen, ob wir das halt hinkriegen oder nicht. Ne? Auf jeden Fall. Wir können gerne mal ein paar Fragen aus dem Chat nehmen. Ich habe hier mal gestoppt. Josef geht's gut. Ich meine, Josef geht's, denen geht's, also geht's jetzt nicht ganze Zeit schlecht oder so, sondern es ist halt einfach nur phasenweise, dass er, sag ich mal, leichter krank wird als andere. Deswegen, aber Josef geht's prächtig gerade. Ja, denke ich auch. Timo hat ja zum Beispiel gefragt, was für Ziele habt ihr euch dieses Jahr gesteckt? Willst du dazu was sagen? Also ich würde nicht sagen, dass wir uns jetzt so statistische Ziele gesetzt haben, sei es, wir müssen dieser Rang werden, etc. Unser größtes Ziel ist es einfach, konstant zu bleiben, konstant in den Rankings zu climben, sage ich mal, sei es jetzt von einem Katowice-Play-In, sage ich mal, dass wir uns jetzt regelmäßig immer für Playoffs qualifizieren, sei es das ist das Ziel am Ende des Jahres zum Beispiel, oder einfach in den, also sag ich mal, die Großen zu ärgern gegen, sag ich mal, zum Beispiel haben wir das letztes Jahr mal phasenweise, jetzt haben wir gegen ein Face gewonnen, haben wir es ein Navi schwer gemacht, einfach konstant als Team und hoffentlich auch mal dieses Jahr dann, sag ich mal, in der gleichen Konstellation zu bleiben, zum Beispiel sieh dir ein Heroic an, die haben jetzt sehr lange nie gewechselt, jetzt hatten die Anspieler getauscht, wie bei Cloud9, und sag ich mal, und bei denen merkt man auch wirklich, dass jeder mit der Zeit, dass sie als Team einfach viel besser werden, weil jeder sich kennt, sag ich mal,
Cadian kennt Stown in- und auswendig, also wie er über das Spiel denkt. Jeder denkt fast gleich über das Spiel mittlerweile, weil sie halt eben so lange und das macht sie halt besser. Und jetzt mittlerweile sind die auch konstanter geworden. Ich glaube auch gerade Erster der Weltrangliste. Ja, aber auf jeden Fall konstant besser werden, in den Top 10 mindestens zu sein und halt so, solchen Turnieren halt gegen mit der Laufe der Zeit auch mal in den Playoffs zu sein, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, also ich würde das bestätigen. Also ich denke, durch die Konstanz kommen auch viele Automatismen. Mhm. Du hast eine Routine, lernst wirklich dich so kennen, dass du halt wirklich demjenigen vertraust und immer weißt, wie er bestimmte Sachen handelt. Also ich denke auch, dass das halt das ist, was uns letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat. Und deshalb müssen wir das halt hinkriegen, ne? Das ist auch das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir langfristig mit einem Lineup halt spielen. Ja. Wir schauen, wie sich das alles entwickelt und sind gespannt auf die kommende Zeit, genauso wie ihr wahrscheinlich auch. So, hier wurde auch gesagt, hast du was zu von Salami Fox? Hyped ist auch krass. Hyped ist auch, ja, also Hyped ist überkrass und er wird auch immer besser. Also ich bin wirklich froh, sag ich mal, ihn damals gepickt zu haben, als wir das Team so gemacht haben mit Elias. Es gab halt andere Optionen zu der Zeit, die vielleicht hätten auf dem Papier besser sein können, aber Alter, ich habe mit dem damals schon Faces gespielt vor ein paar Jahren und er war halt individuell überkrass, aber auch zeittechnisch nie gepasst wegen einem Team und nie die Chance bekommen, weil Leute waren immer so, ja guck mal, du, aber du hast jetzt nicht in Div 1 Playoff-Team gespielt oder so, weißt du, das, so denken halt die anderen Teams, deswegen kriegt er nie die Chance und dann dachte ich mir, ey, ich kenne ihn persönlich, ist ein übercooler Typ. Ich glaube, er ist auch im Chat gerade. Und dann dachte ich mir, ja, safe. Auf jeden Fall, also ausprobieren schadet ja nicht. Vor allem in so einem Team kann es ja nur gut gehen. Und ja. Sehe ich genauso. Also Matze, wobei ich immer noch nicht richtig weiß, warum alle ihn Matze nennen. Ich weiß auch nicht. Eigentlich Marcel. Sanja. Hat auf der ESL-Meisterschaft auch nochmal ganz klar gezeigt, was in ihm steckt. Ja, alter Oberpass. Überragende Spiele gemacht. Ah, geil. Und von daher ist dem nichts hinzuzufügen. Also ich denke, Matze geht seinen Weg. Konsequent, ist ein sehr angenehmer, cooler Kerl, der immer ruhig bleibt. Und das wird ihm noch doch sehr viel bringen in seiner Karriere. Davon bin ich auch überzeugt. So, wir haben hier noch eine Frage. Wie hoch ist die Chance, dass wir euer Anubis bei Blast sehen zu bekommen? Ich glaube, das sollten wir nicht beantworten, auch wenn jetzt hier nicht die große internationale Szene dabei ist, aber es wurde gespielt und ja, wir werden sehen. Man hat es mal so gespielt, vor allem im Faceit, aber wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht schon. Eher nicht. Es wurde auch gefragt, ist es realistisch, dass wir dieses Jahr ein großes Turnier gewinnen? Ich denke, kann immer passieren so. Mhm. Findet ihr es realistisch? Realistisch gesehen würde ich, also es ist schwierig zu sagen, das Training läuft super gerade, man muss halt die ersten Ergebnisse, erste Turniere abwarten, dann denke ich, kann ich das komplett beantworten, da wir halt jetzt endlich mal wieder halt in einer konstanten Konstellation trainieren auch und jetzt gerade könnte ich das noch nicht beantworten, aber ich denke, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall die Chance haben sollen, Turnier zu gewinnen. Aber also, es ist halt immer... Ja, ich denke auch, also unser Ziel ist es ganz klar, dass wir erstmal eine Kontinuität reinkriegen, dass wir mit dem Lineup arbeiten können. Man muss ganz klar sagen, also die letzten Ergebnisse haben halt auch gezeigt, wir sind jetzt kein Titelfavorit, aber die Ergebnisse haben immer wieder gezeigt, wir können Favoriten besiegen, ne? Das haben wir auf dem RMR gesehen, das haben wir bei Rootbet gesehen. Wir haben ein sehr gutes Dallas-Event gehabt, wir haben ein gutes Eliza-Event gehabt, wir haben ein überragendes RMR gehabt, ein erstes, ein zweites haben wir uns qualifiziert. Das ist das Ziel, was wir haben. Es wurde etwas knapper, als wir wollten.
kann mich noch erinnern, gegen K23 war das, ja, wenn ich mich recht erinnere. Dritte Map Warp, das war 1917. Ja, ich war einfach nur froh, als es vorbei war. Ja, ich auch. So, es war für mich, glaube ich, schlechtesten Events dieses Jahr auch. Das, also daran kann ich mich nicht erinnern, aber... Ich weiß nicht, Alter. Das Event, da war der Wurm drin auch einfach. Wir hatten... Es waren zwei Easy Games. So, also Xangai und Vitality. Mhm. Dann kam Heroic, wir haben kassiert. Dann kam Enze, wir haben kassiert. Ja, gut. Und dann... Ja, das Game, da, ich würde, in so einem 2-2-Spiel kann alles passieren. Vor allem bei Maus. Nee, bei wem war das? Doch, Maus. Maus war das auch. Die haben auch 2-2-Spiel gegen Sanga gehabt und dann letzte Map hat Maus gerade so gewonnen. Da kann ich mich dran erinnern. Also es war, Maus hatte eigentlich schon die letzte Map in der Hand und wurde dann doch noch haben sie doch noch geschafft. Naja, gut. Also ich denke, zurück zur Frage, ich denke, es ist alles möglich, aber ein Favorit auf einen Turniersieg sind wir momentan nicht. Ne? Also wir sind ein Underdog, muss man einfach sagen, wenn es um Turniersiege geht. Ja, auf jeden Fall. Und aus dieser Position müssen wir erstmal wieder rauskommen und das müssen wir halt selbst beweisen. Ne? Ich denke, da sollte man realistisch rangehen. So, was haben wir denn noch für Fragen hier, Karim? Habt ihr in der Vorbereitung, wieder von Salami Fox, habt ihr in der Vorbereitung gegen andere Teams geprägt oder eher intern? Was meinst du jetzt? Ja, meint er wahrscheinlich, aber was meinst du mit intern? Ich denke so auf Server miteinander, so, weißt du, so. Ach so. Unter Big Theorie. Wir haben gegen, ich glaube, gegen jedes Team gespielt. Von Heroic, wir haben nur nicht gegen, gegen die Leute aus unserer Blastgruppe, G2, Navi, NiP gespielt und gegen FaZe. Sonst haben wir, glaube ich, gegen jedes Top 20 Team gespielt. Erstmal interessant, also wir haben, glaube ich, noch nie gegen ein Female-Team, also gegen unser eigenes Female-Team haben wir noch nie geprackt, aber... Auch, glaube ich, noch nie gegen ein anderes Female-Team. Nee, die suchen fast ja auf prack.com, also ich habe noch nie was gesehen da. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Also es gibt eine Seite, kennen die meisten wahrscheinlich, prack.com, dort sucht man sich seine Prack-Gegner und komischerweise suchen die Female-Teams dort nicht. Weiß nicht, vielleicht haben die auch so ihre unter sich Gruppen. Mhm. So Prack-Gruppen, aber ich habe da noch nie was gesehen. Aber ich denke, die Female-Szene ist halt unheimlich in Kommen und wenn man sich die Spiele anguckt, da ist ein Riesenpotenzial da. Ne? Also auch gerade, wenn man sich jetzt den letzten Qualifier für Katowice, das letzte Spiel von uns angeguckt hat, E-Keeper. Stimmt, ja. Das ist genauso in Big-Manier wie alle anderen Spiele. Also es war ein Drama, leider mit schlechten Ausgang für uns. Ja. Wir haben 14-12 geführt auf Vertigo und haben dann eine Eco verloren und haben am Ende das entscheidende Spiel, die entscheidende Map verloren und haben es halt nicht geschafft. Aber es ist halt, also die Mädels, die sind super und ja, ich denke, irgendwann wird das kommen, dass die Female-Teams auch gut mit den Male-Teams mithalten können. Vielleicht jetzt auch nicht die Favoriten sein werden, aber man sicherlich nicht schlecht. Ja. Da siehst du, Frankfurter Typ hat das auch gesehen. Ich glaube, du hast das sogar gecastet, kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher mehr. So. Was sind denn noch für Fragen? Wann gibt es ein Showmatch von Big Main Team versus Blizzy, Roman, dem Kanobi, Ballasch und Sack4? Ich glaube... Nie. Nie. Ich glaube, die Jungs wollen nicht gegen uns spielen. Wir sind einfach zu schlecht. Man spielt mal A-Map so, aber... Na, A-Map kann man... Sowas einzurichten wird... Nee, also wir sind leider Gottes alle zu schlecht, auch wenn Blizzy das nicht glauben mag, aber... Also der Schlechteste von uns mit Abstand auf jeden Fall Jan, muss man leider Gottes sagen. Ballasch und Blizzy haben so ein bisschen Ambitionen, so irgendwie... Was ist so ganz unten, die Division? Wo fängt es denn überhaupt an? Du meinst so Matchmaking? Ja. Silber 1. Silber 1, vielleicht ein bisschen besser, ne? Naja. Gut, also ich glaube, dieses Match wird es nicht geben und wäre auch nicht schön anzusehen. Und würde mir auch keinen Spaß machen. So, was haben wir noch? Könnt alle Fragen raus sein, ne? Für mich. Mhm.
kann dir nochmal eine Frage stellen, Karim. Klar. Was sind denn für dich so die wichtigsten Turniere des Jahres? Auf jeden Fall die wahrscheinlich zwei, beiden Majors. Mhm. Cologne auf jeden Fall ganz weit oben auch. Und so ein kleines Special Event, was ich sehr gemocht habe, war I Am Dallas. Mhm. Es war einfach von der Atmosphäre, von der Organisation, von allem, war es einfach über, es war einfach übercool. Also generell, also ich war noch nie in Amerika, es war so mein erstes Mal und der, echt? Der Vibe in Amerika ist halt auch was ganz anderes. So. Die war Menschen, hm. So viele NPCs auch wahrscheinlich, viele Menschen so geben das Seine so, sind echt. Teilweise denkst du echt, dass es ein Roboter oder so, wenn einer mit dir redet in Amerika, aber es war übergeil. Und das ist so mein kleines Special, aber ja, sonst die beiden Majors und Cologne. Also mein erstes Event war übrigens auch Dallas in Amerika. Echt? Ja, ich glaube, ich war, weiß nicht, Blizzy hat wahrscheinlich mitgezählt, aber ich war wahrscheinlich auch 10 Mal in Dallas. Also damals gab es die CPL noch. Und, 10? Ja, wahrscheinlich 10 Mal, ja. Alter. Also es war eigentlich jedes Event in Mandelis. Man kannte sich mit der am Ende schon ganz gut aus dort. Echt? Krass. Ja. Gibt es auch ein paar lustige Geschichten über Dallas. Mhm, aber die erwähnen wir wahrscheinlich nicht hier jetzt, oder? Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, würde Blizzy vielleicht etwas unangenehm sein. So, was haben wir noch für Fragen? Hast du irgendeine interessante Frage? Wie viele Stunden Schlaf kriegt ihr so am Tag? Fangen wir mal bei dir an, oder? Ich? Ja, ich kriege nicht so viele Stunden Schlaf, vielleicht. Also ich habe 2 Kids und ich schlafe wahrscheinlich so 6,5 Stunden am Tag. Ich hoffe, das ist bei dir mehr. Das ist gut geworden. Ist besser geworden, ja, oder? Wow. Ich bemühe mich. Das ist gut. Ja. Das war teilweise mal bei 4 bis 5. Ja, ist schon besser geworden. Das ist so gut. Bei mir ist so 6 bis 7. Meistens. Ist aber eigentlich auch zu wenig, so, ne? Ja, also jetzt im Moment, aber sonst 7 bis 8. Hm. Also gerade für die Jungs, es gibt ja unheimlich viele Studien, ist es halt unheimlich wichtig, Johannes ist da. Johannes, oh. Oh nein. Es ist halt unheimlich wichtig, dass die Jungs viel Schlaf bekommen, ne? Also das ist halt, viele unterschätzen das immer, aber das ist halt wirklich Sport, was die Jungs machen. Es ist halt eine unheimlich hohe Belastung, die Jungs da an den Tag legen und sie müssen sich über einen sehr langen Zeitraum konzentrieren und das würde wahrscheinlich mit meinem Schlafrhythmus überhaupt nicht gehen. Ist schon schwer auf jeden Fall. Johannes kann auch wieder gehen. Er stellt bestimmt gleich merkwürdige Fragen. Ja, ey, aber Elias hatte oben irgendwas geschrieben. Elias hatte was geschrieben? Wie schätzt ihr... Ich finde es nicht. Wie schätze die Lineups von eurer Blasgruppe ein? Ach, ja, erzähl mal. Also ich würde sagen, ich fange mit G2 an. Ich denke, G2 ist ist unser erstes Spiel. Ich würde sagen, es ist ein solides Team. Haben jetzt das letzte Event gewonnen. Nicht zu unterschätzen. Ich denke, kann eklig werden so. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt auf einem Niveau von einem Navi, Heroic oder Face sind. Das ist meine Meinung zu G2. Also ich denke, G2 wird dieses Jahr alle überraschen. Ich glaube, dass die... Denkst du? Ja, ich denke, die werden einige Events gewinnen. Ich glaube, die haben ein sehr starkes Line-Up und ich war immer überrascht, dass vieles nicht geklappt hat. Also man muss ja auch sagen, ihr letztes Jahr war sehr durchwachsen. Ja. Die haben durch die Blast World Finals nochmal ein bisschen was gerettet. Mhm. Oder im Prinzip das ganze Jahr gerettet. Aber ansonsten haben sie viele Events gehabt, wo sie sehr schlecht abgeschnitten haben. Aber im Grunde genommen, ich denke, vom Potenzial her ist das riesig bei G2. Und ja, das auf jeden Fall. Ich denke, die werden dieses Jahr auch zeigen, dass sie das halt ausnutzen können. Röhrig 26, 28? Ich bin alt, meine Augen. 28. Was war für dich bisher ein Höhepunkt, eine coole Erfahrung und was ist ein Niedrigpunkt, eine Lehre? Würde mich auch Romans Antwort interessieren. Fang du mal an. Ja, also
Höhepunkt dieses Jahr auf jeden Fall das Rio Major. Auf jeden Fall. Also von der Stimmung. Ja, also ja. Von dem sozusagen. Ich habe das erste Mal vor Crowd gespielt, das war in Dallas. Und das zweite Mal war halt dann Rio. Und das war halt nicht zu vergleichen, wenn du halt im ersten Spiel gegen Furia spielst. Und alleine von der Stimmung, so vom Team-Vibe, vom, es ist das Major, du spielst gegen Furia, so auf jeden Fall krass. Und so schlechtester, wahrscheinlich als wir Cologne rausgeflogen sind. Hm. Also nicht durch die Play-ins gekommen sind, das war auf jeden Fall. Und dann halt als Zuschauer in den Playoffs, da waren wir auch und haben Fotos gemacht. Ich glaube, du konntest nicht, ne? Nee. Aber dann halt als Zuschauer da noch gewesen, mit euch viele Fotos gemacht und das hat auf jeden Fall wehgetan. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Also das ist auch etwas, was ich noch nie so erlebt habe in Rio. Also die Fans sind da nochmal ein bisschen... So ein bisschen, das ist nochmal was anderes, Alter. Ja, ich nenne es mal motivierter. Ich kann euch eine kleine Geschichte von Jan erzählen. Im Publikum, also ich dachte, ich hätte einen Big Fan im Publikum entdeckt. Der war ziemlich weit oben im Publikum und ich hatte zu Jan gesagt, naja, wir hatten ein paar Merchandise-Artikel auch dabei und ich hatte ihm gesagt, wenn wir schon einen Big Fan haben, dann müssen wir den auch etwas geben. Und dann hat er sich da durchgedrängelt und kurz davor hat er gemerkt, dass es... Das ist zwar ein Big-Logo gewesen, aber in einem Sarg. So, und das war, ja, war die Situation war etwas makaber und lustig, aber ja. Wenn man es erzählt, dann kommt es nicht ganz rüber. Auf jeden Fall ja, war für ihn nicht ganz so einfach, da wieder rauszukommen. Aber er hat es geschafft. Habt ihr ja gesehen heute. So, was haben wir noch? Nip und Navi hatten wir nicht genannt in den Gruppen. Ja, was sagst du zu den beiden? Ich weiß nicht, wie ich Nip einschätzen soll. Mit Hattrick? Was hältst du denn von Hattrick? Ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Spieler. So. Also konnte viel in der WePlay, sage ich mal, an seinem Potenzial zeigen. Hat jetzt, glaube ich, nicht so lange... Ich weiß nicht, der spielt erst, glaube ich, seit ein paar Monaten AWP. Der hat erst die letzte WePlay-Season angefangen zu orben, glaube ich. Davor war er immer Rifler. Oder der hat letzte Season sogar nicht georbt. Weiß ich gar nicht, wie rum. Ich glaube, er hat nicht georbt, aber hat er mit Monesi noch in einem Team gespielt? Genau, ne? Da hat er auch nicht georbt. Ja. Genau. Der hat halt, ich weiß nicht, wie ich, ist glaube ich schwer, ich denke auf keinen Fall, ich denke nicht, dass er auf dem, sag ich mal, so ein Jahr wie Monesi hinlegen wird, aber ich denke, der hat auf jeden Fall Potenzial. Also ich meine einfach nur, weil, wenn du halt, sag ich mal, Monesi orbt, seitdem er 6 ist, gefühlt, denke ich. Und das ist halt nochmal was anderes, als wenn du jetzt erst vor kurzem angefangen hast, aber er ist halt jung und es kann alles passieren. Und Navi, ja, ich denke, ich hoffe, dass es halt, sag ich mal, bei denen sich, sag ich mal, zu Hause beziehungsweise halt familiär alles so legt, in ihrem Land hoffentlich irgendwann mal ein bisschen Ruhe einkehrt und die sich halt wieder komplett aufs Spiel konzentrieren können, weil ich habe halt das Gefühl, egal, sag ich mal, wie es, sag ich mal, also sie können sich halt nie 100% aufs Spiel konzentrieren, denke ich. Und das ist ziemlich schade, aber ich meine, Navi Top-Team und immer oben dabei. Immer am Kämpfen um den Top 1-Slot. Ich denke auch. Also Navi ist für mich, also unter den Bedingungen, wie sie spielen, das ist eigentlich Wahnsinn. Wenn man sich vorstellt, egal wo man ist auf der Welt, am Ende kann man eigentlich nicht in seine Heimat zurück. Ne? Das ist surreal für sehr viele. Also für mich, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, sag ich mal. Und unter den Bedingungen so zu performen und trotzdem immer noch an der Weltspitze mitzuhalten. Ja. Sie sind irgendwann eingebrochen ein bisschen, ne? Haben halt auch mit dem Line-Up, die Frage kam auch mit Sunday Young gegen Nippel jetzt ausgetauscht. Das ist natürlich einfach eine schwierige Situation. Ne? Also ich
weiß ehrlich gesagt nicht, wie die das über so einen langen Zeitraum hinbekommen. Ja. Also die Jungs sind echt Wahnsinn und ich denke, das muss man halt auch anerkennen. Für mich ist das das beste Team, aber unter den Bedingungen ist es halt schwierig, wirklich mit Abstand einfach eine Ära zu prägen. Ne? Ja. Das macht simpel zwar, aber als Team ist es schwierig, da jetzt dran zu bleiben an den Leistungen, die man, sag ich mal, die erste Jahreshälfte gezeigt hat. Was sagst du denn zu dem Wechsel bei Navi? Ja, ich... Kennst du? Ich kenne Nippel nicht. Ich kannte ihn nämlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, aber... Ich habe... Also er ist halt... Ich denke, es... Boah, es ist schwierig zu sagen, aber ich denke, war am Ende die richtige Entscheidung für Navi. Er ist jung, er ist sehr talentiert. Ich habe mal ein paar Mal Faceit gegen ihn gespielt. Der schießt einem schon gut in die Fresse, Alter. Aber so sonst, ich denke, ist eine gute Entscheidung. Gut, wir gucken mal. Real Business ist mittlerweile auch da. Ja, wir haben kurz über dich gesprochen. Ist aber nicht besonders positiv gewesen. Hast wie immer, noch? Leider. So viel ist gar nicht, dann stelle ich dir mal eine Frage noch. Klar. Wie war deine Zeit, als du bist ja jetzt am Ende des Jahres, bist du nochmal eingesprungen im Academy-Team, hast in Bali gespielt beim etwas außergewöhnlichen Event. Ja, Mann. Und am Ende noch die ESL-Meisterschaft. Wie war es mit den Jungs, die du eigentlich mehr oder weniger auch ausgebildet oder mit ausgebildet hast? Wie war es nochmal mit den Jungs gemeinsam zu spielen? Das hat auf jeden Fall über Bock gemacht, sag ich mal, wieder mit denen zu spielen. Ich habe dann auch wieder den Caller übernommen für die beiden Events, weil ich hatte es einfach gefühlt irgendwie. Wir wollten nicht groß viel ändern und die Position, die ich dann, sag ich mal, bekommen hatte, hat sich auch gut angeboten, das zu machen. Und es hat dann einfach Bock gemacht, wieder mit seinen alten Team einfach auch mit seinen Freunden wieder zu spielen so und ja und dann halt am Ende die Kirsche auf der Sahnetorte mit dem Win gegen Sprout in der ASL-Meisterschaft und ja, es hat unheimlich Bock gemacht und man hat das Spiel wieder kurze Zeit von einer anderen Seite gesehen, einfach weil ich halt wieder gecallt habe, so das Groß und Ganz immer auf dem Bild haben musste so und sowas ist auch immer gute Erfahrung. Ein extremer Rollenwechsel, ne? Also ich meine, im Academy-Team, also ich finde das auch immer interessant, ich habe dich ja auch, war ja auch auf der ESL-Meisterschaft, da hast du ja relativ schnell das Ruder an dich gerissen und alles koordiniert, den war es der IGL teilweise mit Eli zusammen, aber du hast dann doch sehr viel Input gegeben, sowohl taktisch als auch moralisch. Hast du ein bisschen hat man jetzt wahrscheinlich nicht so genau gesehen, aber die Halbzeitansprachen gemacht, die Ansprachen nach den Maps, ne, und hast die Jungs immer wieder motiviert. Ist halt echt, der Rollenwechsel zwischen Main-Team und Academy-Team ist enorm, aber ich glaube, gerade das ist das, was dich halt auch ausmacht, ne, dass du halt immer, bist sehr anpassungsfähig und kannst trotzdem deine Stärken ansetzen und das ist das, was alle an dir schätzen. Was ich auch an dir schätze und deswegen bin ich auch davon überzeugt, das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, dass das wird Karims Jahr. Werdet ihr alle sehen. Und dann werdet ihr euch an dieses Gespräch erinnern. So, da kam nochmal eine Frage. Karim, was ist für dich das beste Tier-2-Team? Sinners im Prag auf jeden Fall. Aber... Bestes Tier 2, boah, ist schwer. Sinners ist ein sehr guter Tipp. Ja, aber... Was ist mit Blue Jays? Die haben jetzt ihren IGL verloren, jetzt geht's ein bisschen... Jetzt geht's bergab. Big Stuff, ich glaube, wir sind zu schlecht, Ballasch. Auch wenn Ray Blizzes da widersprechen würde. Ich denke, Sinners ist gut. Gibt's irgend so ein Team, was so richtig im Kommen ist, wo du sagst... Ich guck mal kurz. Also Sinners ist ein sehr guter Tipp. Würde ich eigentlich unterstreichen.
Rankings. Oh, da kommen interessante Fragen vom Killerhase. Mhm. Sprout. Ist das ein Tier 2 Team? Ja, eigentlich schon, ne? Sprout. Also ich muss ehrlich sagen, Sprout hat einen guten, sehr guten Job gemacht. Also der Daniel hat das da gut hinbekommen und hat auf die Ideen gesetzt. Ne? Die haben mit Barry ja, auf jeden einen Fall. Coach, der das gut im Griff hat, junge Leute geholt. Ich denke, ich würde sagen, die sind kein Tier 2 Team mehr, aus meiner Sicht. Nee, die sind so auf der, ja genau, die sind so auf den Tier 1, Tier 2, hier genau. Noch Ding. Ich denke, Kopenhagen Flames. Auch ein guter Tipp. Auch oben dabei bei Tier 2, die haben ja auch letztens das Ding jetzt gewonnen. CCT ja. Gegen Astralis. Saw ist vielleicht noch dabei, ne? Ja. Da gibt's einige Teams, gibt's hast du recht, Teams. Wenn man so ein bisschen guckt. So, was haben wir denn? Was ist deine Bold Prediction für 2023? Gibt es so ein Talent, wo du sagst, der ist jetzt im Kommen? Ich würde wahrscheinlich Nippe sagen, oder? Also ich kenne ihn einfach zu schlecht, muss ich sagen. Also man kann es sich einfach machen und jetzt einfach Hattrick sagen. Ich würde Nippe sogar bevorzugen. Aber ich würde Nippe sagen, ja. Bin gespannt. Was haben wir denn noch hier? Wie hat sich der One vs. Three Clutch gegen Cloud9 bei der EM Dallas angefühlt? Ja, das war, Alter, das war... Kannst du dich erinnern? Ja, klar, Alter. Ich hatte so richtig Schmerzen danach irgendwie, weil es war so, also erstmal halt Herzklopfen des Grauens, nachdem ich die Runde gewonnen habe. Man hatte so... Ich hatte so richtige... Ich bin so aufgestanden, so. Hab so zu Tizi so Hand gegeben, so. Ich war so richtig hyped. Danach habe ich mich so hingesetzt. Wir hatten so Pause, Timeout und dann so... Irgendwie hatte ich so richtig Bauchschmerzen auf einmal. Echt? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mich falsch bewegt habe oder so oder irgendwas. Oder ob es einfach so, vom, sag ich mal, vom Adrenalin kam, dass ich einfach irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob ich Bauchschmerzen hatte. Ich hatte irgendwo Schmerzen, so hier. Ob es irgendwie einfach vom Adrenalin kam. So, aber es war auf jeden Fall, ich war einer meiner Highlights, oder? Meiner, dieses Jahr. Ich glaube, du hattest einige Highlights. Ich denke... Klar, Highlights sind natürlich immer schön und für den einzelnen Spieler gut, aber ich denke, das Wichtigste, was es gibt für das Team und für den einzelnen Spielern, ist halt die Konstanz einfach, ne? Dass du konstant auf einem hohen Level performst und also bringt uns auch nichts oder dem Spieler selbst, wenn du ein, zwei absolute Hammer-Games hast und dann deine... die Spiele im Alleingang fast gewinnst und beim nächsten bist du halt nicht mehr da, ne? Das stimmt auch. Das trifft jetzt nicht auf dich zu, aber ich meine, dass Highlights sind immer schön, bloß sie müssen halt kontinuierlich sein. Ja. Aber davon hast du einige, bin ich der Meinung. Denzel Leo. Sieht Karim sich als legitimer Nachfolger von Tapsen, als künftiger IGL und Instanz in deutschen CS? Ja, auf jeden Fall. Das würde ich unterstreichen. Ja. Also ich... Johannes ist ein Spieler, der kann auch unheimlich lange spielen, wenn er so weitermacht. Er selber sagt, wie viel sagt er? 15? Er sagt immer bis 50, glaube ich. Ja. Nee, aber Johannes ist halt sehr professionell und weiß, worauf es ankommt. Er hat sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst, ja. Auch an das Team. Auf jeden Fall. Das ist gleichzeitig, denke ich, auch seine Schwäche, weil das muss man halt immer so ein bisschen... Ja, es ist halt manchmal schwierig zu akzeptieren, dass man jetzt nicht der Top-Favorit auf dem Turniersieg ist, sondern halt eher der Underdog ist. Ne? Ich verstehe, was du meinst. Ah, das war okay, ich denke, das ist das, was man halt auch so ein bisschen, was man einfach lernen muss, ne? Dass man halt sagt, auch wenn man selber, also Johannes ist ein Spieler, denke ich, der jedes Team auch sofort stärker machen würde. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und ich denke, er ist bei uns halt auch ein absoluter Leader und Anführer und ja. Von daher denke ich, das wird noch eine ganze Weile dauern, aber ich unterstreiche das. Also ich sehe dich auch als klaren Nachfolger von ihm und du trittst da in gewaltige Fußstapfen, aber du wirst noch sehr, sehr lange mit ihm gemeinsam spielen. Ja. Ja, nee, und also vor allem, also ich fühle nicht genau das, was er fühlt, weil er spielt schon so lange, genauso wie Fatih. Und
er war schon mal an der Spitze, er weiß, wie es sich oben anfühlt, das beste Team der Welt zu sein, zu dominieren für eine sehr lange Zeit. Und wenn das halt, sag ich mal jetzt, gerade wenn das halt weg, also es war wahrscheinlich weg, war, wann war das, Ende 2020 oder so? Ja, ja. Wie sich das halt dann anfühlt, so, das kann ich nicht komplett nachvollziehen. Natürlich will ich auch, ich will nur gewinnen und ich gebe alles dafür, aber das ist halt nochmal ein anderes Gefühl, was du halt gerade meintest. Ja, aber das wird alles kommen. Davon bin ich überzeugt. So, was sagst du zum neuen ATX-Team? Ich denke, eigentlich gut. Ich bin sehr froh, dass sie in CS geblieben sind, weil wenn sie nicht dran geblieben wären, wäre also wär ESL-Meisterschaft free gewesen, das eins. Und zweitens wäre deutsches CS einfach, das wäre einfach tot. Wäre auf jeden Fall schade, ne? Es wäre also eine große Katastrophe wirklich gewesen fürs deutsche Counter-Strike. Du hast kein einziges Fulltime-Team mehr. Außer Big Academy. Und das war's. Es gibt nur noch Teilzeit- bzw. Halbzeit-Teams danach. Und das ist, es wäre einfach sehr schade gewesen. Sprout ist jetzt international. ATX ist raus. UL war drin, ist raus, ESG war mal Fulltime, ist raus. Alle solche Teams, stell dir mal vor, die wären einfach raus. Und ATX jetzt auch, es wäre Katastrophe für Deutschland gewesen, aber zum Glück sind sie jetzt drin. Ich denke, gutes Team auch. Ich hätte, Slux ist halt auf dem Papier die deutlich bessere AWP als Panix. Aber, also was heißt deutlich besser, so Erfahrung und sowas, aber Panix hat schon viel Potenzial auch, würde ich sagen. Und deswegen ist es ein bisschen schade um ihn, weil ich glaube, jetzt ist auch schwer, findest du in Deutschland nichts mehr. Kovana ist ja auch weg. So findest du halt in Deutschland nichts mehr. Deswegen tut es mir sehr leid für ihn so. Und klar kann man den Move nachvollziehen, warum man Slux nimmt. Der ist auch eine sehr gute AWP, aber es ist halt schade, wie es um den Deutschen. Ich denke, das liegt an uns allen, dass wir so ein bisschen. Also, das deutsche CS, ich denke jetzt nicht, dass es am Sterben ist, aber ich denke, es steckt halt unheimlich viel Potenzial in deutschen CS und liegt auch an uns, das so ein bisschen wieder aufzunehmen, das Thema und in die richtige Richtung zu lenken. Aber es gibt unheimlich viele Spieler, es gibt bloß wenig Teams, die Grundlage haben, halt solche Spieler halt zu fördern und in die richtige Richtung zu leiten, ne? Also ich denke, da bedarf es halt auf jeden Fall einer Expertise, die oft nicht vorhanden ist. Und das fehlt mir jetzt so ein bisschen einfach. Und ich denke aber nicht, dass deutsche CS stirbt. Ich denke, das ist gerade in so einer Schlummerphase und man muss es einfach wieder wecken und in die richtige Richtung drängen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das zeitnah wieder passiert, weil es gibt unheimlich viele deutsche Spieler, die deutsche Szene ist super. Und man muss das bloß wieder so ein bisschen anstoßen. Ja. Gamer Legion fragt Black Schnoffel. Hatte ja ein starkes Major. Vielleicht sehen wir den Durchbruch dieses Jahr. Was denkst du darüber, Karim? Ich denke, das ist ein solides Team. Ich denke, dass sie nicht direkt daran anknüpfen können, also wo sie waren, aber sie können auf jeden Fall durchs RMR kommen, sich für einen Major qualifizieren, so. Ich denke, das ist ein gutes Team. Auf jeden Fall so ein ekliges Team, so wie so auch so auf der Kippe, so wahrscheinlich noch Tier 2, so ein Team wie Sinners, weißt du, die sind halt gut, sie sind halt ein gutes Team, so, die können es halt mal schaffen. Nur am Ende fehlt halt immer so bei denen immer so das gewisse Etwas und die hatten schon eine sehr gute Phase, Gamer Legion. Ich wollte auch sagen, also wenn sie da anknüpfen können, dann und das jetzt nochmal unterstreichen können, dann. Ja, auf jeden Fall. Sind sie auf jeden Fall einen großen Schritt voraus und auch weg von Tier 2, ja, denke ich. Ich denke halt, die haben ihre Bar sehr hoch gesetzt. Es wird jetzt schwer, direkt daran anzuknüpfen. Das stimmt, ja. Aber unmöglich ist es auf gar keinen Fall. Aber da denke ich auch, die haben einen sehr guten Job gemacht, ne? Also der Julian hat das gut gemacht, hat das Team gut aufgestellt und geht alles in die richtige Richtung.
So, Real Business Bar ignorieren wir einfach. Ist gut. Was macht Johnny Air? My Odyssey. Ja, Johnny Air ist sehr erfolgreich bei war eine ganze Weile in China, hat sich da selbst die chinesische Sprache angeeignet, so ein bisschen autodidaktisch, hat eigene Sachen hergestellt, macht auch eine Weile eine Menge bei Case King, wenn ich richtig informiert bin, und ist aber so in der Produktion und hat sich da auf jeden Fall fest etabliert, war ich auch überrascht, ich hatte ihn jetzt immer mal wieder gehört und getroffen, aber ist einen guten Weg gegangen, ist immer noch so ein bisschen in der Gaming-Branche, aber eher sowas, was die Logistik angeht, also Stühle. Am Anfang hat er auch Hardware gemacht, wie Mäuse und dergleichen, aber mittlerweile macht er halt auch andere Sachen. Das zu Johnny Air. Oh, Denzel Leo fragt, Bürgermeister oder Goldies? Ja, Bürgermeister. Das ist ein Insider, das sind zwei Burgerläden in Berlin. Wer aus Berlin kommt oder Berlin mal besucht, sind beide gut aus meiner Sicht. Aber Denzel hat wahrscheinlich recht, man kann wahrscheinlich öfter zu Bürgermeister gehen als zu Goldies. Goldies ist ein bisschen zu fettig auch und es schmeckt nicht so frisch wie Bürgermeister. Ja. Aber sonst ist das halt auch ein fantastischer Burger. So. Der Kenner schreibt, Zanger schafft es dieses Mal durch den RMR. Ja, ich hoffe. Ich hoffe auch. Ich denke auch ein Team mit Potenzial so. Vor allem, sag ich mal, Skrunk gibt auch wirklich alles, sag ich mal, dafür. Sag ich mal, so wieder, weil bei ihm seine Karriere war so ein bisschen up and downs, Team gewechselt, lief nicht, auch mal dann Line-Up-Changes und jetzt hat er endlich mal was, glaube ich, gefunden, wo man halt wirklich drauf aufbauen kann. Vor allem, wenn man zum Beispiel auch einen wie QB hat, der halt auch wirklich sehr talentiert ist. Und ich drück die Daumen für Sangal. Sehe ich genauso. Salami Fox stellt interessante Fragen. Ist Tizi noch aktiv bei Big oder macht er jetzt was anderes? Tizi ist immer noch Teil von Big und hat eine Ära geprägt, ist ein wichtiger Teil immer noch und wird auch das ein oder andere Mal jetzt auch wieder in Erscheinung treten. Spielen tut er jetzt nicht mehr für Big. Hat sich eine kleine Auszeit gegönnt und das ist der Stand bei Tizi, aber er gehört weiterhin zur Family. Real Business. Als größtes deutsches Talent ist ein großer Schritt zu den Profis. Was würdest mir als größtes deutsches Talent empfehlen, diesen Schritt zeitnah zu meistern? Also Blizzy möchte fragen, was er tun soll, damit er auch den Weg gehen kann. Also erstmal Roman im Tischtennis besiegen. Leider Gottes ist er, also muss ich zugeben. Hat er gestern gewonnen? Gestern hat er gewonnen. Scheiße. Leider Gottes, ja. Check. Jetzt musst du ihm ein paar andere Sachen geben. Sag ihn einfach, er ist zu alt. Nein, Mann. Alter ist nur eine Zahl, ja? Ja. Okay. Also, du kannst weiter an... Mats, lass mich überlegen. Aber in A-Map gewinnt er nicht irgendwie, oder? Nee. Ja, guck. Erstmal gegen Roman in A-Map gewinnen. Aber dann können aber wir weiterreden. Wir können sagen, gegen Denzel gewinnt er relativ locker. Oh. Na, zweimal schon. Scheiß. Naja, Denzel, gut, Lizzie, du arbeitest weiter in deiner Karriere. Du bist immer noch auf dem Schirm. Und vielleicht kriegst du es irgendwann hin. Marcel ist auch da. Hi, Marcel. Kilsen, unser Quake-Gott hier. Bester Mann. Quake, geiles Spiel auch, Alter. So. Das Academy-Team hat jetzt Arrow dazu bekommen. Wie war denn dort das Vorgehen? Waren alle Leute im Gespräch? Also man kann das relativ, das war im Prinzip ein relativ einfacher Transfer. Luke ist ein super netter Kerl. Ich hatte... Sorry, aber Denzels Nachricht killt mich gerade. Ach so. Oh Mann, du weißt schon, wie das Spiel startet. Ach so, okay, gut. Denzel, egal. Also, das hat reibungslos funktioniert. Wir sind wir haben miteinander gesprochen längere Zeit, haben Austausch gehabt, haben auch mit allen Verantwortlichen an uns an einen Tisch gesetzt, virtuell und
Lukes Vertrag ist ausgelaufen Ende des Jahres und wir wollten ihn verpflichten. Von daher war es eine relativ einfache Sache. Er wollte zu uns, wir wollten ihn. Und das war ein sauberer Übergang, ohne dass da irgendwie böses Blut geflossen ist. Hier war jetzt auch irgendwann die Frage, was mit Aqua ist. Das hat aber, wurde eigentlich schon beantwortet. Also ich glaube, Nico ist ein super Kerl, ist ein super Spieler. Hat halt einfach erkannt, dass er war am Anfang sehr ambitioniert, hätte es vielleicht auch schaffen können, irgendwann wäre eine Chance gekommen, aber er hat halt für sich erkannt, dass das sehr lange dauern könnte und er den Weg halt so nicht bestreiten will in der Vollzeit und ist deswegen einen anderen Weg gegangen. Und ich denke, das ist völlig legitim, dass er sich damit beschäftigt hat und am Ende eine Entscheidung, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, auch wenn ich sie schade fand, drücke ich ihm alle Daumen, dass er den Weg geht, den er sich vorgenommen hat. Und ich denke, das ist richtig gewesen. So, was haben wir noch? Wie nah war ich noch am CS in meiner Zwischenzeit? Also ehrlich gesagt, ich habe ab und zu mal ein paar Spiele geguckt, aber ich war schon relativ weit weg von der ganzen E-Sport-Szene. Ich habe halt immer wieder Kontakt mit Yilmaz gehabt, ist halt ein guter Freund von mir auch. Mit ihm habe ich ja im Prinzip damals Maus aufgebaut. Yilmaz hat Maus gegründet und ich bin als erster Spieler dazugekommen, habe eine Ära geprägt mit vielen Teams, habe dann irgendwann auch den Blizzy Bob dazu geholt. Da waren wir im Prinzip immer über eine längere Zeit ein Top-3-Team. Wir waren nochmal das beste Team der Welt. Also Blizzy war dein Schüler sozusagen, dein Padawan? Blizzy war mein Schüler. Oh. Und irgendwann hat der Schüler den Lehrer geschlagen. Muss man immer realistisch sein. Irgendwann ist halt die Zeit vorbei und dann werden halt andere besser, ne? Aber ich will die Zeit nicht missen. Ist natürlich was ganz anderes. Wir haben halt nicht davon... Es war ein netter Verdienst neben dem Studium und wir haben das aus Leidenschaft gemacht. Wir haben Spaß am Spiel gehabt, sind durch die Welt gejettet, ähnlich wie ihr. Vielleicht nur die Hälfte der Events im Jahr gemacht, aber es war halt auch unheimlich viel. Und das so neben dem Studium zu steppen oder auch neben Ausbildung, die einige hatten, war halt nicht immer einfach, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Haben vielleicht ein bisschen länger studiert als der ein oder andere, Blizzy und ich, aber ja, ist eine Zeit, die ich auf jeden Fall nicht missen will. Und Denzel sagt mir, ich weiß nicht, wie ich das Spiel starte. Denzel hat, glaube ich, sein größter Erfolg, dass er einmal kurz in der EPS war. Ja, der hat 1-1 gegen Alex R. gespielt. Ja, okay. Ich weiß noch. Aber Denzel denkt immer noch, dass er sehr gut ist. Aber es ist ja auch okay. Ich lasse ihn in den Glauben. Oh oh. Oh oh. So, was haben wir denn noch? So viele qualifizierte Fragen kommen jetzt, glaube ich, nicht mehr. Hast du noch was auf deinem guten Zettelchen stehen? Ja. Oh, ey, wir heute noch 1-on-1 spielen. Oh Mann. Was war denn das hast du ja schon gesagt, das aufregendste Turnier war für dich auf jeden Fall Rio. Das schönste Land, wenn du das jetzt so resümierst. Du hast ja jetzt einige Länder kennengelernt. Wo würdest du denn gerne noch mal Urlaub machen? Ja, also... Schönste Land war wahrscheinlich einer der mehr tropischen Ländern wie Bali. Bali, aber ich dachte, da hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Bali, safe ganz oben. Dann kommt natürlich sowas wie Portugal oder halt auch ein paar Seen. Aber meistens haben wir halt nur so die vier Wände gesehen, sag ich mal. Im Hotel, dein Hotelzimmer, Prac-Raum, Arena. Mhm. Mehr siehst du halt manchmal auch einfach leider nicht. Und deswegen würde ich halt wieder für Amerika gehen, weil ich fand es übergeil da. Aber wahrscheinlich, wenn man es zum Urlaubsort geht, Strand und so weiter, muss man halt einfach für Bali gehen. Es war geisteskrank. Was halten wir davon, wenn die EEM weg nach Brasilien geht, nach der ganzen Kritik am Major? Was gab es denn so für Kritiken nach Major? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich halt, das Problem ist halt, dass als Furia nicht gespielt hat oder ein brasilianisches Team, war die Arena nicht voll. Das ist so der größte Kritikpunkt, denke ich.
auch so für die Spieler, boah, Alter, wir spielen Major-Finale, die Halle ist nicht voll. Hast Alter. Du aber recht, also Black Schnoffel hat vollkommen recht, also das Gaudus-Fest war wahrscheinlich stärker besucht als die Arena, das ist halt auch ein... Aber ja auch noch was, stimmt. Also die Leute in Brasilien sind halt auch wirklich verrückt und ich glaube, die Gaudus-Jungs machen da halt einen absolut krassen Job und haben da ihre Fanbase und motivieren da Tausende von Fans da mitzumachen, also ich denke, da wirst du auf jeden Fall recht haben. Aber die IEM geht ja zurück nach Brasilien und ist auch wieder in Rio, ne? Ist auch schon announced worden. Von daher werden wir das auch wiedersehen. Die Location war nicht so schön. War okay. Das war in Ordnung. Ich meine, ne? Wir waren ja vor Ort so, aber... Also, ja, ist jetzt... Kann auch an uns liegen, hat Max vielleicht recht, weil wir nicht gespielt haben. Liegt vielleicht daran auch. Ja, gut, aber ich denke, Rio war ein einzigartiges Event. Die Stimmung ist schon wirklich extrem. Für mich ist, bin ich echt gespannt dieses Jahr auf Cologne. Also egal, was kommt, hoffentlich werden wir natürlich spielerisch da glänzen und in der Arena spielen. Aber egal, was kommt, wir werden auf jeden Fall als gesamtes Team in Cologne dabei sein und hoffentlich ins Finale kommen. Aber wenn nicht... werden wir dort halt auch einige Aktionen machen, ne? Unabhängig davon, wie es sportlich läuft. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass wir so weit kommen wie möglich und werden alles dafür tun, dass wir das hinkriegen. Stark, Black Schnoff. Die Gore-Frage wurde noch nicht beantwortet. Ja. Gore? Franz, mit dem habe ich... Also, kennst du den überhaupt? Ich kenne ihn nur vom Herrn Gore. Ja, Franz, der Österreicher. Ja, ich hatte tatsächlich, das ist schon ein bisschen wieder her, hatte ich mal ein bisschen mit ihm über Twitter geschrieben, dem geht's ganz gut, aber so viel habe ich jetzt nicht mehr mit ihm zu tun, muss ich sagen. Ja, das zur Gore-Frage. Wie lange hat Krimbo Vertrag? Sein ganzes Leben. Ja. So, was kam noch? Gibt's wieder eine Cologne Afterparty? Max, du willst doch bloß wieder... wieder einen reinorgeln, Alter. Na, und die Kamera auf dem Hotelzimmer lassen. Ja, es wird mit Sicherheit das die eine oder andere Aktion geben in Cologne. Wir sind da ordentlich am Plan. Wir wollen da dieses Jahr auf jeden Fall mehr auf die Beine stellen als das, was wir letztes Jahr hatten. Und von daher lasst euch überraschen. Nee, Jan, du brauchst nicht reden. Nee. Sorry. Sorry, Max. So, ich würde sagen, habt ihr noch Fragen an uns? Oder eigentlich an Karim? Roman auch, du hast auch ein paar Fragen. Ein paar Fragen hatte ich auch. Blizzy. Blizzy. Also können wir eigentlich Schluss machen. Ne? Ja, wenn Blizzy eine Frage hat, dann können wir eigentlich bald Schluss machen, oder? Balasch. Phil told me you have a new Asana task. Please check it. Die Frage wurde im Prinzip schon beantwortet. Ne? Warum hast du in Hannover gespielt? Nico hat sich entschieden, dass er langfristig nicht mehr spielen wird. Das Gleiche gilt ja für Bali auch. Ne? Hat sich entschieden, dass er langfristig nicht mehr spielen wird. Wir sind dann auch so ein bisschen in der Pflicht, das bestmögliche Line-Up zu stellen, was uns möglich ist. Das hat alles gepasst. Ja. Und deswegen haben wir Karim gefragt, ob er darauf Lust hat. Und die Antwort war relativ einfach und schnell gegeben. Ja. Ich meine, das ist ja auch sein Team, was er da aufgebaut hat. Und wir haben ja gesehen, dass beide Events halt sehr erfolgreich waren. Und deshalb ist das mit Sicherheit die richtige Entscheidung gewesen. Auf jeden Fall Bock gemacht. Würde ich 10 von 10 nochmal machen. Sehr gut. FMBCS haben wir ja schon beantwortet. Also, wie gesagt, also um mal sachlich zu bleiben, also ich denke, am Anfang... Also ich habe Lizzie zur Maus geholt damals, als Wilmers und ich das so ein bisschen groß gemacht haben. Und Lizzie war zu der Zeit ein absolutes Ausnahmetalent. Eigentlich will ich das gar nicht sagen, aber ich denke, ich habe ihm viel beigebracht am Anfang. Und irgendwann hat der Schüler den Lehrer halt überholt. Und ich war am Anfang, denke ich, besser und er am Ende, um es mal ganz pragmatisch zu sagen. Lieblingsskin. Karim, jetzt geht's doch nochmal los. Hast du einen Lieblingsskin? Alter.
Meine AK von Denzel, Abu Denzel 47 2.0. AK Statrek Asimov mit Big Gold vorne dran und 3 Krimbo Gold. Das, ja. So, das sind die, die ich auch immer habe. So Knife, Gloves, keine Ahnung. Die wechsle ich immer. Ist das jetzige Academy Lineup das beste bisher? Das ist halt schwierig zu beantworten. Ne? Ja, der also, auch, wie ich halt vorhin schon gesagt, ist halt, muss man erstmal die ersten Ergebnisse abwarten. So. Ich denke, hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, das Team. Und jetzt kann man halt noch nicht viel darüber sagen. Okay. Ich denke, wir haben fast alles beantwortet, ne? Ich glaube, keiner ist leer ausgegangen. Von daher würde ich Karim auch seinen wohlverdienten Feierabend gönnen und damit den Coinbase-Stream beenden. Das denke ich ein gutes Schlusswort. Wir danken euch und euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend, Leute. Schlaf gut. Wir hören uns, sehen uns spätestens bei Blast. Macht's gut. Ciao.